Und damit hallo und herzlich willkommen bei Survival of the Fittest oder wie kloppe ich die anderen? Der hat uns besonders gern. Übrigens, in 16 Sekunden geht's los. Dieses Mal seid ihr alle schwarz. Und zwar, das wären Anubis, Moin Alai moin. und Hallo. Xa. Hallo. Und ein paar, die irgendwie zu uns in die Tribe wollen, gell? Ja, Die Aschen. die Nee, Black Thief die. Brothers haben uns irgendwie gern. Wollte gerade sagen, die üben da schon mal mit und beschweren sich darüber quasi, dass wir mehr Schwarzfleisch sind als die. Aber das Ja, Weißbrot, das was ist dabei war, ja. passt ja nicht. So, also einmal drüber. Genau. Ja, wir hatten überhaupt keine Probleme jetzt, um in diese Runde zu kommen. Gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Die Reibung ist frei. So, ich Ohne glaube, ich muss Probleme. das andere TS nachher zumachen. Ich hatte die ganze Warum? Zeit, dass mir Meckert's schon raus und wieder? reinkommt. Ja, es meckert. Und wie das meckert. Oh, Ja. Ja, Connection ich. lost, expected. Nee, das Weißbrot gehört nicht zu uns da. Super, da haut Keine schon einer Ahnung, ob mit ich was Speer. erwischt habe, aber ich renne weiter jetzt. Ja. Wo So, wo seid ihr? seid ihr? Dann hindert ja. Ich Warte, sehe jetzt bin ich da. Alai. Dito. Ich sehe euch. Xa. Gut, ich renne hinter Xa her. Oh, ich habe zwei Ich bin auch Picken, hinter ich habe eine Xa. Slingshot. Ich Ich glaube, habe ich habe Fleisch Narkotics. gesammelt, wenn ich das sehe. Ah, lass uns ein klein bisschen mehr rechts. Links von uns sind welche. Alle im Xa noch. Dann ist er schuld. Ach so. So einfach wird das hier gemacht. Natürlich! Wir übertragen Scheiße, dir ich habe hiermit. keine Stamina mehr. Dann gehen bis also ohne Rennen. Kurz. Ja, ich bin schon dabei. Folge euch. Ah, hier geht's runter. Unauffällig. Momentan hast du Ruhe, ich sehe zumindest nichts da. Ich auch nicht. Ich habe noch eine Hacke über. Ich schmeiß dich mal eben raus. Danke. Und 12 Schnitzel hätte ich auch noch. Cool. Ich habe 6 Schnitzel abgegriffen. Ich habe Farm ist besser als ich habe brauchen. 6 Narcotics. Und 15 Achtung, Tranked Arrows. aber hinten rennt einer. Aber konnte Ja. aber nicht in unsere Richtung. Lass uns hier gleich mal ins Gemüse schlagen. Aber wir wissen, wir sind da nicht alleine in der Ecke. Weil der eine wird Ja, nicht also alleine sein. der ist rechts. Also wenn man hochguckt zum Startpunkt, ist auch rechts lang. Und wieder die kleinen Steine, wenn es geht, nehmen und die kleinen Bäume. Ach ja. Und das Erstmal gleiche noch finden. einmal. Was Was denn? findest du nicht? Stein. Aber jetzt Da habe wo ich ich schon bin zum was. Beispiel. Glaube ich. Und dann hinlegen zum Craften, nicht vergessen. So, was brauchen wir denn? Das A, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Brauchen wir. So, dann brauchen wir Speere. Und vergesst nicht, euch Beeren auf die Leiste zu legen. Damit ihr gegebenenfalls dann schneller essen könnt. Dass ich hinter Steinen. Was ist denn der Stein? Na, ihr seid hinter Steinen versteckt. Ach so, Irgendwie war ich natürlich. auf der anderen Seite von dem ganzen Steindings. Man muss sich ja auch verstecken. So, Hose ist sich vorher nicht ausgegangen. Speer, Speer, Speer. Einen fehlt mir noch. Lind, nein, Fiber. Oh Mann, mir fehlt in der Runde Fiber. Wie gibt's das? Ja. Achso, du sammelst weniger zu viert. Kann das sein? Dass die da runterdreht sind? Ja, oder? Wäre möglich, ja. Ja, ich spiele normalerweise Einer- und Zweier-Match. Und da bin ich eigentlich immer überladen mit Fiber.
ihrer Match ist, glaube ich, jetzt erst mein drittes. Ja, wobei man kriegt schon Massenfiber. Was hat der Anubis für ein Problem? Gar keine. Ich glaube, der Arme kriegt noch die Krise. So, vergesst nicht Pfeil und Bogen. Ja, yep, habe ich schon. Und nicht geschreckt sein, Anubis. Bei uns ist das auch nicht so schnell gegangen früher. Wir haben auch eine Weile üben müssen. Jetzt mittlerweile geht es halt schon automatisch irgendwie. Oh, ja. Damage. Dropped. Wind. Den zweiten Bogen auch noch da rein. Da kommen die normalen Pfeiler. Ja, wir haben ja vorher schon eine Runde geübt. Hätten wir irgendwas besser machen können? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Überleben nicht auf den Gegner. Naja, überleben, aber bei einem Spieler, der 27 Runden gewonnen hat und man trifft gleich am Anfang auf ihn, das ist dann ich. Ich sag ja extra, nicht auf den Gegner treffen. Ja, na, das ist sowieso. Habt ihr alle Pfeiler? Yep. Ja, aber ich muss gerade erstmal ausrüsten. Moment. Mhm. Ui, alle ist schon Level 15. Oh, ich wahrscheinlich auch. Ich schade, dass das Craften nichts mehr bringt, gell? War schon schön. Könnte man echt schön die Level pushen. Aber gut, ich meine, man bekommt ja jetzt auch so echt verdammt schnell Level. Ja. Mal so eine doofe Frage nebenbei. Achtung, da ist einer. Wo? Wo? Bei mir drüben. Das Runde gehopst. Hat hier eine Foundation hingestellt. Aber wohl alleine. Okay. Ist gerade, ja. Kann man ihn da wischen? Also, wie gesagt, er war wohl alleine. Von daher könnten wir mal runter gucken. Aber er hatte auch nichts an. Der hatte überhaupt gar keine Klamotten. Das heißt, er kompletter Neuling wahrscheinlich. Sehen tue ich ihn nicht. Na, no, da wird irgendwo. Jetzt bin ich auch runtergefallen. Naja, gut. Wir müssen eh runter. Okay, Anubis, siehst du uns? Hier, rechts nicht. Rechts von dir. Ja, ich sehe jetzt hier, ja. Dann runter mit uns. Aber keine Ahnung, wo das sich jetzt hin verkrümmelt hat. Ja, aber dass der Xar nicht so lange alleine ist. Wollen wir dann gleich rüber? Ich habe Schaden da beim Runterspringen bekommen. Ja, du hast nur die ersten 5 Minuten. Die ersten 5 Minuten kriegst du keinen Schaden. Gut, dann da drüben ist ein Kano. Im Wasser. Holen wir uns den? Ja, am Rand werden ein bisschen... Da oben ist er, ich sehe ihn. Was ist denn da im Wasser? Ich sehe nichts. Hinter dem großen Baum, wo ich gerade hin kann. Dahinter steht er. Okay. Männchen? Nee, der Spieler nehme ich an. Ja, das meine ich ja. Männchen. Mein Moment, der flitzt aber. Er hat ja sonst nichts. Keine Ahnung, wo ihr seid. Wir rennen dem Typen gerade nach. Nee, oh, jetzt hast du eine Libelle getroffen. Echt? Ja, du hast eine Libelle getroffen. Wo bist denn du circa? Da, wo wir runtergehopst sind und ich laufe jetzt gen links rum. Andere Richtung laufen. Stopp, stehen bleiben, dann bist du schon zu weit. Wir sind nämlich immer noch an der Stelle, wo wir runtergesprungen sind. Aha. Ja, wenn wir den Kerl gesehen haben da. Genau, ich sehe dich, glaube ich, wieder. Libellen. Ja, Anubis, ich sehe dich. Ja nicht. Oh! Alter, cool. Wie viele sind wir da angelockt? Ich habe noch eine getroffen. Ideen und Fleisch, was wollen wir? Dreck, ich habe schon wieder kein Stamina, ey.
Leg dir doch ein paar Stimberries auf die Liste, Leiste. Kriegst zwar Durst, aber wir sind eher am Fluss. Njam, njam, njam. So, wie wär's, wenn wir jetzt mal rübergehen? Okay. Wo denn? Links oder rechts von diesem Plateau? Auch weiter oben, ne? Na gut, wir könnten auch zu so einem roten Strahl. Retailers Night? Was heißt das jetzt? Und das Nacht ist. Raubtiere. Ach so. Den zusammenbleiben, genau. Quacksa. Ja. Yep. Das heißt Predator's Night. Na super. Na gut, so ein Raptor Level 111 wäre natürlich ein perfektes Sim-Opfer, ne? Das wäre perfekt, ja. Aber den erstmal betäubt zu bekommen, eieiei. Da hinten schwimmt was Großes, Böses, glaube ich, im Wasser. Das klingt gut. Das wollen wir haben. Was da hinten? Mitten im Wasser, zwischen uns und dem Blutstrahl quasi. Auf der anderen Seite ist auf jeden Fall ein T-Rex. Da sind zwei Viecher, die sich am Prügeln sind. Achso, da. Oben ist, glaube ich, unten da. Und hier bauen sich welche was? Ach, ein Freundor. Oh. Ist das nicht genau vor dir, weil gerade... Okay, jetzt sehe ich dich nicht mehr, aber hier ist eine Foundation und zwei Gegner. Wo hast du die zwei? Der eine war hier im Gebüsch, der hat gerade einen Baum umgeholzt. Für Pfeile. Und ist der Bronto ist aggro, Vorsicht. Ja, und Achtung, da ist einer. Beim Xa zwischen uns. Krieg grad Torbo. Was denn wer ist? Erwischt ihn nicht. Habt's ihn? Ich sehe ihn nicht. Muss irgendwo zwischen Xan oder ein bisschen. Einen hab ich. Gut, mach ihn platt. Sehr gut. Pfeile einpacken. Schau mal bei der Foundation, ob dort einer ist. Also ich gehe mal davon aus, der andere wollte den Bronto zähmen, während der andere Material gesammelt hat. Naja, ein Bronto tamen, naja, ich weiß nicht. Ja, du, wir haben das letzte Match, das stand um zwei Brontos, war ganz lustig. Okay. Ein Spino, Bacanos und so Sachen. Nee, aber ein zweiter, der ist abgehauen, glaube ich. Position. Folgender? Nein, stehenbleibender. Ja, dann lass uns hier verkrümmeln. Dann siehst du aber, wo der hin ist, da drüben wahrscheinlich. Also da ist sowas über den Fluss rüber? Scheinbar. Aber wenn er alleine ist, könnten wir auch rüber, dann könnten wir den Lootstrahl plündern. Außerdem rennt er auch noch der Rex rum. Genau. Der sieht gerade mit dem Stego. Jetzt mal zwei ein bisschen langsamer, sonst hängt Anubis und mich ab. Oh, ich sehe da hinten ein Spino. Cool, haben will. Ja, ganz in der Nähe war aber auch ein Spieler. Ja, das wird der Einzelne sein, aber mit einem haben wir ja kein Problem. Ich hab immer noch Kohldampf, obwohl ich mir gerade was zu essen eingeschmissen habe. Im Prinzip, wenn du zu dem Player Location Strahl rüber guckst, ein bisschen mehr rechts. Noch. Mitten im Wasser hinter dem Felsen. Wenn wir auf dem Felsen drauf kommen, wäre es perfekt. Sollte gehen, das wäre relativ flach. Aber hier wird das Vino auch hochkommen. Kommst du da nur bis? Genau. Soll ich mal drauf schießen? Ja. Wie kommt ihr da rauf? Mal so als Frage. Hier auf einer Seite. Genau, hier. Hier kannst du hochlaufen. Ah, oh, du kannst echt hochlaufen. Ja, jetzt schnappt er sich den Bronto gerade. Ja, oh, dann warten wir, bis er den weg hat. Dadurch schaust du in alle Richtungen, oder? Ja, mach ich. Aber die meisten sind alle auf der anderen Seite. Weiß. Ich hoffe nur, dass der Bronto den nicht allzu arg
mit Landschaft zieht. Wegkloppt, ja. Und ich mache mir mehr Sorgen, dass der Trike weiter in seine Richtung läuft, dass er den auch noch gleich an der Backe kriegt. Also, beziehungsweise, da der Stein von der Seite hier flach ist, würde er hier einfach hochrennen. Wir müssen dann eigentlich erst einmal im Kringel rumziehen, bestenfalls. Frage ist nur wie. Ohne dass einer sich als Kanonenfutter opfert. Yep. Ja, das hat das letzte Mal bei mir nicht so gut funktioniert. Und da unten ist ein Dings unterwegs. Dilo. Der kommt. Dann schnapp ich mir. Okay, tot. Mücke. Achtung, Libellen. Ich sehe nichts, ich bin gerade blind. Uns greift doch nichts an. Nur die Libellen hab ich am Hintern gehabt. Der Spino hat jetzt zwei Trikes und den Bronto am Hintern. Oh meine. Na dann komm, lass uns rübergehen. Ja. Ich glaub den Spino. Wo ist der Rex? Er müsste da hinten auch noch irgendwo rumrennen, glaube ich. Noch sehe ich keinen Piranha, das ist schon mal gut. Nee, ich auch nicht. Anu, bist du hinter uns? Blup. Piranha, hinter mir. Oh, dann Speer raus und hauen weg. Tot. Also der Piranha. Lasst was drinnen im Blutstrahl, ja nicht leer machen. Oh, ein bisschen Primate liegt noch drin. Nimm's. Ich hab mal das Metall rausgenommen. Ja. Das nehme ich auch mit. Was ist mit dem gelben Typen da, der getrackt ist da drüben? Naja, das ist ja stierender, der ist irgendwo. Richtig, der kann meilenweit weg sein, mittlerweile. So einen Rex sehe ich hier nirgendwo. Da hinterher? Was ist mit dem Vogel hier? Bringt nichts. Der Vogel, den haben sie uninteressant gemacht fürs SOTF. Der hat kein Stamina. Wobei Agent Tavis laut Ovi noch ganz. Die lohnen sich, ja. Ja, Agent Tavis ja, aber kein Pteranodon. Leg mich mal kurz hier hin. Fliegst 2 Meter und der ist ohne Stamina. Ausmisten. Ja, ich muss auch gleich ausmisten. Ich muss erstmal hier Bären und so weiter sammeln. Hat von euch noch wer Halt? Nein, mein. 8. Reicht nicht. Hier. Nee, reicht leider nicht. Reicht ein bisschen mehr. Okay. Ja, nichts nicht. Stone schmeiß ich weg. Stone schmeiß weg, genau. So. Einsatzbereit wieder. Gut. Wo seid ihr? Sehe ich euch nämlich nicht. Da seid ihr. Der Spino lebt aber immer noch. Da drüben kämpft ein Trike mit irgendwas. Säbelzahntiger. Da drüben ist ein Spino. Und Moment, zwei Säbelzahntiger vor uns. Aber die kämpfen noch mit dem Trike. Mhm. Aber ihr könnt mal gucken, ob ich auf den Stein hochklettert, geklettert komme. Da hinten ist auf jeden Fall auch ein Spino. Yep, geht, perfekt. So könnten wir jetzt die Katzen holen, wie die dann endlich mal mit dem Trike fertig sind. Hä? Wie kommst denn du da raus? Mit Anlauf. Da, wo ich stehe, hochspringen. Binökelchen hochhopsen. Genau. Oh, jetzt kommt noch ein zweiter Track dazu. Oh, Katze. Auf welchen Track schießt ihr denn da gerade? Auf den, der so angefressen ist. Der erste Säbelzahn ist schon tot. Hm. Beide tot, die Säbelzähne. Ja, sind beide tot. Oh, das war jetzt nicht gut, allein. Aber die Trikes haben noch Akku auf uns. Kannst du mal kurz gucken? Naja, gut. Oder wollen wir uns den legen? Du, so beschädigt wie der ist, stirbt der gleich. Oder ist gerade tot. Ne, ich meine den anderen, der jetzt zu uns hoch reinkam. Boah. Au! Ja. Ja, nein, vielleicht? Ja. Rennt er immer noch hinter mir? Ja. So, der Elfer ist tot. Boah.
Also betäuben. Nee, den nicht. Ja. Victor? Nein. Ja. Allein nicht weiter in die Richtung, du kommst rüber zum Spino. Ich weiß. Ich weiß, welche Richtung der Spino stand. Keine Sorge. Oh. Wir werden nur gleich tot sein, wenn du nicht noch ein paar Mal stupst. Ich seh's nicht. Er macht fliegt. Er jetzt? Der haut ab. Er haut liegt. Ab. Nein, nein, er schwimmt. Ich. Er kommt zurück. Das ist Spino noch. Liegt. Er liegt. Ich habe ja noch eine Ameise. Am Bären, Moment. Irgendwas kloppt der Pronto da auch. Ja, der Spino. Achso, so nah ist der Spino. Der Pronto ist ziemlich angefressen, also wir könnten uns dann gleich den Spino schnappen, weil der sieht ja noch überhaupt nicht angekratzt aus. Ja, yep, dann nehmen wir an. Ja, Hyde. Hier hoch auf den Stein oder was? Wird auf den Stein hoch, wollte ich sagen. Ja. Hab aber leider nur noch 16 Trunk Darts. Obwohl, ich kann noch ein paar craften. Und Vorsicht, Richtung Wald, glaube ich, rannte gerade eine Katze lang. Da bin oben. Alle da? Nein, da fehlt einer. Alle stehen, glaube ich, hier unten. Ah, kommt schon. Also dann, sobald der Pronto down ist, auf den Spino schießen. Mhm. Warten wir. Warten auf den Spino. Mhm. 6 Narcotics habe ich auch zum Beispiel. Sehr gut. Na mach hin, du kleiner Spino. Vielleicht sollten wir uns erst helfen, den Pronto fertig zu machen. Hm, ja, vielleicht besser. Aber dann mit normalen Pfeilen. Ja, klar. Geht? So, jetzt sind meine normalen Pfeile alle. Was haut mich da? Es kann sein, dass ich dich gerade aus Versehen gehauen habe. Danke, du hast mich runtergehört. Und oder down. Der Spino hängt, wir können glaube ich runtergehen. Er hängt im Bronto, ja. Ich glaube nur, der frisst ihn gerade, oder? Ne, ne, der dreht sich wie blöd im Kringel. Das. Ich würde also riskieren. Ich würde mal hier runter gehen, ja. Okay. Bin auch unten. Geh auch runter. Gut, dann lassen wir uns alle fressen. Problem wird nur den. Das treffen und nicht in den Pronto reinzuschießen. Ja. Immer warten, bis er auf deiner Seite ist. Boah, warum leckt denn das jetzt so? Ich habe einen Dilo gehört. Ja. Ja, und der hat mich angespuckt. Hast du ihn? Jo, ist down. Oh oh, er droht sich rauszubaggen. Ja, jetzt frisst er im Brand und jetzt haben wir dann gleich ein Problem. Der er schläft. Ich geh schon mal zurück auf den Stein. Liegt er? Er liegt. Ich nehm den Brand auseinander. Das wollte ich auch gerade sagen, mach ich gerade. Und lass ihn runterhungern, obwohl. Achtung, du triffst ihn auch. Nee, nee, du. Ja, hau auf den Schwanz. Er hat Schaden gekriegt. Nee, das sind Libellen. Haut ab, haut ab. Sind alle an dir, Danu. Sind tot. Gut. Ich tu Primate rein. Ich hab Primate. Ja, ich hab auch schon reingelegt. Moment, ich leg wenigstens normales Fleisch rein. Okay, das sollte reichen. Mit dem Trike da hinten? Könnte man eigentlich auch noch Bären reinstopfen. Habe ich schon Bären drin. Super Loot Crate. Wo ist denn der? Wo steckt sich denn der Pronto? Ah, der Trike. Oder ist er schon tot? Wahrscheinlich müsste er da noch rumliegen.
Ah, da liegt er. Der ist halb fertig. Jan hat er genug. Was mit dem Steg oder hier rumliegt, Level 5. Betäubt? Nee, soll ich ihn betäuben? Ego, weiß ich nicht, bringt nicht viel, oder? Dano? Ja? Mal kurz zu mir. Hinter dir jetzt. Ja, was hatte ich? Oh, cool. So ein Luxus. Aha. Hab Kristalle aus der Kiste bekommen. Ah, okay. Alle? Jo. Auch für dich. Wir könnten uns natürlich noch einen Kühler holen fürs Metallfarmen. Perfekt, danke. Der wäre eventuell sinnvoll. Allerdings nicht zum Kloppen, sondern wirklich nur um Metalls kriegen. Wow, kommt drauf an, wie schnell wir den wegkriegen. Das ist die Frage. Ja, der ist es bald. Aber wir kamen noch, also wir haben da noch massig Kapazitäten. Wir könnten ruhig noch was umlegen. Also entweder Stegos, aber da sind mehr als einer. Ankylos. Was anderes sehe ich da gerade nicht. Ein Kanu wäre was Schönes gewesen. Übrigens Bogen reparieren nicht vergessen. Und bastelt euch Pfeile nach, wenn ihr keine mehr habt. Genau, die Black Beef Brothers werden von Pizza gekillt. Die wollten eine neue Auflage haben. Mann. Ja, hat's wohl nichts gebracht, Achso, die Pizza. Oh. Ganz am Anfang, da haben sie ja Bestechungsleute gesucht, gell? Der eine wollte, dass er die Pizza bald kriegt, damit er in den Schrank geht. Im Spino liegt noch Schnitzel drin, falls wer will oder braucht. Okay. Dann denkt dran, ihr könnt es im Fluss trinken. Ich baue mir meine Heidrüstung. Okay. Ja, mach das. Hat noch wer Steine über? 40. Eine vorhin gedroppt. Klicks im Spino. Okay. Und Hide vielleicht auch noch ein bisschen, so 10. Hide habe ich 8, ja, leg ich da rein. Oh, soll ich rein? Wenn noch was fehlt, sagst du, ein bisschen Hide habe ich auch noch, weil für... Ich brauch noch mehr Hide. Ich würde die Forge nämlich jetzt bauen. Zum Spino. Sonst müssen wir halt noch was umlegen. Ich meine, sollten wir sowieso. Nein, reicht nicht, ich brauch mehr. Ja, aber so hast du schon mal. Achso, ja, klar. Schauen wir mal, was da rumrennt. Also, ich habe noch 16 Hide. Sehr gut. Ja, schmeiß alles mal in den Spino rein. Ich hab Insekten. Ach, nur eine. Hide ist drin und Fleisch tue ich auch rein, ne? Ja, kannst machen. Oh. So, Keratin kann ich wegschmeißen, oder? Nö, nein. Heb mal auf. Irgendwas kloppen die Stegos da vorne. Achso, nur ein Fio? Nein. Nee, warte, ich glaube, ein Raptor, der ist gerade tot umgefallen. Ja, ist tot. Aber da ist halt Hide. Moment, ich hol mal das Hide. Perfekt. Irgendwas zu viel. Ich hab noch 30 Steine. Braucht jemand Steine? Warte nicht.